Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anno 1800. So, wir brauchen auf jeden Fall noch weitere Bauernhäuser und dann demnächst auch mehr Arbeiter, denn die Kanonenbootproduktion verlangt jede Menge Arbeiter, die wiederum irgendwo ja hergestellt werden müssen, die Arbeiter. Fisch, Kleidung, müssen wir langsam ranziehen hier. Fisch hätten wir noch genug, Kleidung fehlt schon wieder, weil in der Weberei fehlt keine Wolle. Also eventuell müssen wir noch eine weitere Weberei bauen, noch eine. Es sind allerdings schon drei. Und wir haben immerhin schon 5 Getreide, man sollte es ja kaum glauben. Fisch hätten wir, Wurst wird dann demnächst wahrscheinlich auch als nächstes knapp. Okay. Hier müssen wir warten, bis weitere Leute aufgestiegen sind. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen weiter die Produktion aus. Also Getreidefarm würde ich dann hier hinten noch weiter bauen. Beziehungsweise hier ist erstmal ein Zinkvorkommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Ja, wunderbar. Glück und Licht. Ditchwater ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln, äußerte sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Plus 5. Unsere Nachbarn, was ist das hier? Aufstandswahrscheinlichkeit. Oh. Unsere Nachbarn haben sich den Krieg erklärt. Ein abgefangenes Telegramm hat den Sachverhalt bestätigt, von dem viele glauben, dass er schon lange in der Luft lag. Nun ist der Damm gebrochen, doch kein Grund für uns zu reagieren. Neutrale sollten sich dumm stellen. Nach der positiven Entwicklung von Garda von Garderul mit sagenhaften Gewinnen sagt man, dort habe man Midas goldenes Händchen. Gut, für Midas ist die Geschichte nicht gut ausgegangen, aber halten wir uns nicht mit Schwarzmalerei auf. Ich verneige mich in Demut. Ich wusste nicht, dass es so gut um ihr Reich bestellt ist. So. Ja, Eisenproduktion, genau, da müssen wir ein bisschen optimieren. Also wir haben hier... Hochofen läuft und hier fehlt wahrscheinlich höchstens immer mal wieder ein bisschen Eisen. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich einen zweiten Hochofen. Allerdings sind die Sachen ziemlich teuer hier. Eisen, Stahl, Kanonen. Na, mal schauen. So. Hier jedenfalls, dafür brauchten wir noch... Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. So, Schule jedenfalls. Schule kostet uns auch, aber führt natürlich zu großer Zufriedenheit bei unseren Arbeitern auch. Hoffe ich zumindest. So, Kanonenboote. Würden wir noch weitere Kanonen bauen? Das dauert noch einen Moment. Ist auch schweineteuer, ne? Das mit der Kleidung, das belastet mich irgendwie. Da müssten wir eigentlich nochmal... Kommen wir hier nochmal eine Weberei hin. Und eventuell sollten wir hier oben die Straßen dann schon mal anfangen auszubauen. Wie viel Kiesel kostet das denn? 4 und 160. Also wir brauchen irgendwie mehr... Noch mehr Brennereien. Weil Lehm und so haben wir ja genug, ne? Spielstand gespeichert.
Könnte man so doch hier noch eine Nebengrube hinmachen. Ja, Zinn und so brauchen wir noch nicht. Ja, sollen wir das noch anbinden? Ich weiß es nicht. Könnten wir hier nochmal so einen Weg lang legen, aber ich glaube, da haben wir uns zugebaut. Ja, da haben wir uns hier zugebaut. Das ist halt, wie gesagt, ich finde das ein bisschen blöd mit diesen Lagerhaus-Dingen immer. Und da fehlen jetzt glatt mal Bretter. Aha, weil Holzfällerei zu knapp geworden ist. Überhaupt kein Problem. Bauen wir noch ein bisschen Holzfällerei hin. So. Gut, damit sollten wir jetzt das Problem der Ziegel behoben haben und können da jetzt ein paar neue Straßen bauen, da wo so Hauptverkehr ist, hier zum Beispiel. So, ist natürlich auch schweineteuer. Deswegen müssen wir damit auch mal langsam aufhören. So, und Holz fehlt immer noch. Wurst, Schweine sieht gut aus. Lehm, jetzt langsam pendelt sich's ein. Getreide pendelt sich ein. Da brauchen wir vielleicht noch eine zweite Bäckerei. Und eine Mühle. Sollen wir irgendwo nochmal so eine Mühle und eine Bäckerei hinbauen? Dass wir Brot verkaufen können. 50 Unterhalt. Und 60 Unterhalt. Und für Brot bekommen wir... Wo sieht man denn hier den Preis? Will man hier den Preis sehen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Sehen Sie, ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Die gesamte königliche Familie im Stile eines sommerlichen Ausritts. Ein Geschenk für Ihre Majestät. Aber verraten Sie nichts. Kohle würde der nehmen. Ich kämme und grübele den lieben langen Tag hindurch. Und der Was will natürlich... Was bildest du dir ein, hier einfach so aufzutauchen? Halt die Klappe. Gut, der will natürlich nicht mit mir handeln, das war klar. Danke für die Liebenswürdigkeit. Spielstand gespeichert.
So. Auf jeden Fall haben wir jetzt Arbeiter ohne Ende. Könnten wir vielleicht nochmal schauen, ob wir hier noch weitere... Ja, Ölbohrturm haben wir ja alles noch nicht. Wie läuft denn hier jetzt mit Kohle und so weiter? Kohle können wir nämlich auch unseren Nachbarn verkaufen. Da können wir vielleicht wirklich ein bisschen Kohle extra herstellen, dass wir dann mal Kohle verkaufen. Da würde ich nämlich gerne mal wissen, wie das funktioniert. So, und es fehlen immer noch Bretter. Das sollte aber jetzt langsam aber sicher mehr werden hier. Vor allem brauchen wir also mehr Bretter auch für die Produktion. Ja, Brot wird eh knapp. Mehl nicht so, aber wir brauchen eine weitere Bäckerei, so wie es aussieht. So. Was ist mit so Sachen wie... Ah, wir könnten hier noch weiter ausbauen. Ich habe übrigens die ganze Zeit was falsch erzählt. Natürlich wächst auch hier die Einwohnerzahl in den Häusern. Das habe ich beim Umwandeln habe ich immer gedacht, ja, wir wandeln 10 von denen in 10 von anderen, aber dann ziehen noch weitere Leute ein. Die Häuser werden größer. Und wir können jetzt auf die nächste Stufe ausbauen. Und ich frage mich, wo fangen wir da an? Ich würde sagen, hier in diesem Zentrum hier. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, dadurch haben wir jetzt Handwerkskunst. Und da habe ich schon gesehen, hier. Fenster und so weiter können wir jetzt herstellen. Fenster. Ich wünschte mir, dass Fleischkonserven einmal so aufblüht wie ihr Sommergarten. Und so weiter und so fort. Hängt ja alles nur von den Leuten ab, die man so kriegt, stimmt's? Eine Rinderfarm. Ein Paprika. Eisenmine. Großküche. Ach du dicke Minna. Wo bauen wir das denn alles hin? Das könnten wir hier oben mal anfangen, ne? Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Was soll ich denn ändern? So, alles top. So, wir machen die Rinderfarm mal direkt hier. Neben unsere Industrie. Und dem fehlt Geld. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal unser größtes Problem. Wollen wir so einen hinter die Binde kippen? Gerade neu entstanden, dieses Baugebiet, und schon... Können wir wieder aufrüsten? So, was ist hier los? Mir fehlen die Rohstoffe. Es fehlen wieder Schafe. Gut, das machen wir nochmal eben, bevor ich das wieder übersehe oder vergesse. Ich mache hier nochmal eine Schafsfarm hin. Das wird wesentlich besser. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in Anno 1800. Wenn du wieder dabei wärst, würde ich mich besonders freuen. Ja, danke fürs Zuschauen. Und... Oh, selbst das hier fehlt alles. Die Wolle fehlt noch mehr. Komm, eine machen wir noch. Das habe ich jetzt beim nächsten Mal wieder vergessen. So. Jetzt aber. Spielstand gespeichert. Danke fürs Zuschauen und dann schauen wir mal, ob sich das jetzt alles so ein bisschen ausnivelliert hier in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.